Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video bauen wir mit der Eigenbau-CNC aus ein paar 5mm MDF-Platten einen solchen Klebebandabroller. Und das Beste sogar, er funktioniert. Das STCAM-Programm habe ich schon mal vorbereitet und hier auf den Rechner aufgespielt. Als nächstes werde ich jetzt die 5mm MDF-Platte noch mit Niederhaltern festspannen, den Nullpunkt anfahren und dann mit den 4mm Upcut-Downcut-Bit das MDF ausfräsen. Ihr habt es beim Fräsen schon so ein bisschen gesehen, der Fräser hat ganz schön Fransen hinterlassen, die schleife ich jetzt hier einfach mit dem Exzenterschleifer ab und als nächstes kümmere ich mich um die Stege, die im Prinzip als Halterung gedient haben und jetzt abgeschliffen werden müssen. Nachdem ich die Teile nochmal alle abgeschliffen habe, konnte ich jetzt einfach mit Leim alles miteinander verkleben. Was ich hier vorgemacht habe, was man jetzt nicht sieht, ich habe alles erstmal trocken ineinander gesteckt, einfach mal um zu probieren, ob es auch wirklich passt. Nicht, dass man dann später beim Leim feststellt, oh, es passt ja gar nicht und dann hat man den Leim da schon drin. Das ist nicht so cool, aber dadurch, dass die CNC echt genau läuft, hatte ich hier auch keine Probleme. Der Leim ist über Nacht abgebunden und hier ist das fertige Ergebnis. Es sieht echt gut aus, also auch die ganzen Verbindungen mit den Nuten hier drinne und hier den Falzen, hat sehr gut funktioniert, fühlt sich auch sehr solide an. Ich habe auch schon mal ausprobiert, ob es funktioniert. Hier, das sind im Übrigen die beiden Rollen, die ich ausgefräst habe. Die habe ich einfach auf einen 10er Dübel oder Rundmaterial, es ist eher ein Rundmaterial, was ich hier benutzt habe, 10 mm Durchmesser. Das kann man hier hinten aufstecken und dann kann man die Klebebandrolle hier auf diese zwei Rollen aufstecken und hinten reinschieben. So. Das war die Rolle, die ich als Referenz genommen habe. Die ist schon ziemlich abgewickelt. Das habe ich mir überlegt, aber ich will ja nicht so abgewickelte Rollen immer benutzen, sondern wenn ich die frisch kaufe, dann sind die so
Und was passiert, wenn man eine frische Rolle hier drauf steckt, ist, die passt hier gar nicht drauf. Hier hinten hakt's, dann kann ich sie mit Gewalt reindrücken, dann schleift sie aber am Boden. Und hier oben guckt es sogar über. Das war so eigentlich nicht geplant. Deswegen habe ich mir eben schon mal ein bisschen Zeit genommen und habe mein 3D-Modell überarbeitet, dass ich auch so große Rollen hier benutzen kann. Also, zurück ans Teilchenbrett, oder besser gesagt zurück an die Fräse. Ich fräse jetzt das Ganze noch mal ein bisschen größer aus. Übrigens werde ich auch das DXF zur Verfügung stellen. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch sowas hier nachbauen wollt. Kann man auch theoretisch mit einer Bandsäge oder mit einer Schichtkreissäge nachbauen. Dafür braucht ihr jetzt nicht unbedingt eine CNC-Fräse. Mit einer Schichtkreissäge. So, während der große noch trocknet, kann ich mich um den kleinen kümmern. Denn hier vorne muss noch eine Abreißkante dran, weil wir wollen ja auch, dass das Klebeband abgerissen werden kann. Den ersten Ansatz zur Abreißkante war mit so einer Klinge von einem Teppichmesser, wo ich so Rillen reingeschnitten habe. Und das Ganze habe ich mit zwei Senkkopfschrauben hier festgeschraubt. Sieht nicht sehr schön aus und dadurch, dass es auch nur in der Mitte verschraubt ist, biegt sich auch die Klinge durch. War nicht ganz die beste Lösung. Deswegen habe ich mir ein Stück Blech genommen, hier aus so einem Trapezblech. Einfach ein Stück rausgeschnitten und Rillen reingeschnitten. Der nächste Ansatz ist dann einfach hier mit so einem Stück MDF, das schneide ich mir jetzt noch zurecht. Und dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie einkleben oder verschrauben kann. Weiß ich noch nicht genau. Ich benutze einfach hier den kleinen, den kann ich ja so ein bisschen als Test benutzen, bevor ich es dann richtig am großen mache. So, und jetzt zur Frage, worauf ich die ganze Zeit hingearbeitet habe. Funktioniert der Klebebandabroller? Zack. Das funktioniert doch eigentlich schon mal ganz gut. Was man jetzt noch machen könnte, ist eventuell den Abroller ein bisschen zu beschweren, unten vielleicht ein bisschen Metall reinzumachen, weil so ist er noch relativ leicht. Ich muss immer mit einer Hand festhalten. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich mache die XF-Zeichnung unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr das nachfräsen oder nachbauen, je nachdem, wie ihr wollt. Und lasst mir einen Kommentar da und vielleicht auch ein Like. Ciao!